extremistisch. Echte Männer sind recht. Einen wunderschönen Sonntagabend und herzlich willkommen zur 260. Folge der Honigwabe. Und damit auch willkommen an meinen geschätzten Co-Host Kasper. Jo, hallo Schlomo, mein geliebter anderer Co-Host. Hallo liebe Zuschauer, ich freue mich sehr hier zu sein. Dann kommen wir jetzt zu Trump. Da gibt es wie gesagt ein paar Neuigkeiten. Einiges davon werdet ihr schon mitbekommen haben. Ich werde das jetzt nicht super ausführlich machen. Es gibt da zum Beispiel von Clowny ein gutes Video. Ich meine, Boris hat ein gutes Video gemacht. Da gibt es eine ganze Menge Neuigkeiten. Ich werde mich auf das Wichtigste konzentrieren und auch mal halt dazu ein bisschen was erzählen. Ja? Ich fange mal bei dem lustig aussehenden Zeugen mit den roten Haaren an. Den Clip hatten wir in der letzten Folge. Erinnert euch sicherlich. Er erzählte BBC News, dass er und andere den Schützen bereits auf dem Dach gesehen hätten und versucht hätten, Sicherheitspersonal zu informieren, Minuten bevor der Schütze dann geschossen hat. Zwei, drei Kommentatoren unter dem letzten Livestream hatten meine Aussage diesbezüglich falsch verstanden. Darum will ich das mal kurz erläutern. Ich habe euch nicht von der Knallzeugentheorie erzählt, weil ich seine Aussage für falsch hielt. Ich wollte lediglich darauf aufmerksam machen, dass man bei Zeugen grundsätzlich vorsichtig sein muss. Also die denken sich so eine Sachen ja auch nicht aus, die nicht stattgefunden haben. Die haben die Situation halt im Nachhinein wirklich so wahrgenommen. Aber das heißt nicht, dass es genau so war. Mhm. Die liegen also nicht zwangsläufig falsch. Aber Aussagen sind generell immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, wenn es nicht weitere Videoaufnahmen oder so gibt, ja, die den Anschein erwecken, was der Zeuge sagt, ist wahrscheinlich wahr. Ja, ich habe nicht erzählt, dass der Blödsinn sagt. Das habe ich nicht gesagt. Jetzt gibt es neue Infos. Es sind zahlreiche Videos, die vor Ort währenddessen aufgenommen wurden, aufgetaucht. Und der Kollege, den ihr da gerade seht, der hat in der Tat alles korrekt wiedergegeben. Ja, die Leute vor Ort haben den Schützen tatsächlich Minuten vor dem ersten Schuss bereits auf dem Dach gesehen und versucht, auf ihn aufmerksam zu machen. Mhm. Aber das ist noch nicht alles. Auch das Sicherheitspersonal hatte den Typen bereits zuvor im Blick. 3 Stunden vor dem ersten Schuss ist der Secret Service bereits auf ihn aufmerksam geworden, weil er, ich zitiere, mit einem Rangefinder versuchte, durch einen Metalldetektor im Sicherheitsbereich zu gelangen. Was ist ein Rangefinder? Ich habe mal versucht, das übersetzen zu lassen. Dann sagt er Entfernungsmesser. Das ist natürlich Blödsinn, ne? Entfernungsmesser ist so ein Ding von Bosch. Da kannst du mit so einem Laser gucken, wie weit ist denn diese Wand von mir weg oder so. Ich weiß nicht, wie der korrekte Begriff ist. Jedenfalls ist das so ein Gerät, wie Schlummes euch gerade zeigt. Ne? Sieht ähnlich aus wie ein Fernglas. Wenn du allerdings den entsprechenden Knopf drückst, dann kriegst du im Display angezeigt, wie weit das, was du da zentriert hast, von dir entfernt ist und in welchem Winkel sich dieses Objekt zu dir befindet. Also ist ein Gerät, um abzuschätzen, wie man da am besten drauf schießt. Ja, keine Ahnung, welches Zielfernrohr nehme ich denn am besten? Ja, für dieses Räder hinten oder für diesen Kopf von diesem Präsidenten? Ja, wieso nimmt man sowas mit zu einer Kundgebung? Also ich persönlich würde ja vermuten, dass damit irgendwas Finsteres geplant wird. Vielleicht will man einfach erzählen können, ich war 36 Meter von Trump entfernt. Das war eine coole Geschichte. Genau, im Winkel von 12 Grad. Ja, der Secret Service, der bei der Luftfeuchtigkeit von und einem Wind, einer Windstärke, was dort wär's? Ja, der Secret Service fand das nicht so merkwürdig. Ja, die haben nichts gemacht, außer zumindest Crooks zu beobachten. Ja, der hat dann daraufhin den Bereich um diesen Sicherheitsbereich verlassen und ist dann vom Radar des Secret Service verschwunden. Das, wie gesagt, 3 Stunden vor dem ersten Schuss. Ja, 40 Minuten vor dem ersten Schuss hat jemand aus dem Sicherheitsapparat dann ein Foto von Thomas Crooks geschossen. Ebenfalls, weil er ihn für verdächtig hielt, ohne dass er jetzt diesen Rangefinder gesehen hätte oder so. Ja, und ebenfalls, ohne dass man den jetzt mal befragt hätte oder so. Da haben wir ein Foto gemacht. Ja, um dann, weiß ich, im Nachhinein sagen zu können, ja, den habe ich schon mal gesehen, den Typen. Ja, dann, einige Minuten vor dem Schuss, wie vorhin schon erwähnt, versuchten Anwesende auf den bewaffneten Typen auf dem Dach aufmerksam zu machen. Und ebenfalls kurz vor dem Schuss, wann genau konnte ich nicht herausfinden, wir reden hier aber auch von wenigen Minuten, ist bereits ein Polizist auf das Dach geklettert, weil er offensichtlich mitbekommen hatte, dass da irgendwas nicht stimmt. Er klettert also rauf, sieht Crooks, den Schützen. Dieser richtet wiederum sein Gewehr auf den Polizisten,
Der Polizist springt dann vom Dach, verletzt sich dabei einen Fuß, informiert aber andere darüber, dass da jemand mit einem Gewehr auf dem Dach ist und dann passiert nichts. Wo übrigens eine Leiter, wie ich das verstehe, fest angebracht war. Ne? Ja, die der Schütze übrigens nicht genommen hat. Das sind zum Beispiel so Details, die ich heute aussparen wollte, weil das zu sehr ins Klein-Klein gehen würde. Diese eine Leiter, die wir, ich weiß nicht, ob wir die hier in der Sendung hatten, aber die, dass das Foto von dieser Leiter, die fest mit dem Gebäude verbunden ist, ja, das kursiert ja schon letzte Woche im Internet und da wurde auch gemutmaßt, dass er diese genutzt haben soll, um auf Sach zu kommen. Das war tatsächlich nicht der Fall. Ich habe blöderweise vergessen, was er genutzt hat, ja, aber er hat nicht diese eine offensichtliche Leiter genommen. Also immerhin hat er nicht diese Einladung angenommen, sondern hat sich da irgendwie einen anderen Weg gesucht. Ja, das wäre das einfachste Hitman-Level der Welt gewesen. Ne? Halt wirklich hinten, also im Rücken der Secret Service-Leute ist da so eine Leiter, kann man hochgehen und ja, dann ist man auf dem Dach das hat ein freies Schussfeld. Ist halt unglaublich. Und in dem Gebäude waren Bullen. Also halt nicht auf dem Dach, also nicht Bullen, sondern Secret Service, nicht auf dem Dach, weil das Dach war zu schräg. Wahrscheinlich kommst du da jetzt noch zu. Aber nee, komme ich nicht. Auch das habe ich ausgespart. Ne? Die Chefin der Secret Service, eine Frau, die im April, glaube ich, verkündet hat, dass sie eine 40% Frauenquote beim Secret Service anvisiert, die hat zu Protokoll gegeben, dass man dort niemanden platziert hätte, weil das Dach wäre sloped, also hätte eine Neigung. Und das wäre zu gefährlich. Während das Dach, auf dem die Sniper vom Secret Service saßen, eine größere Slope Neigung hatte. Ja. Gut, Verschwörungstheorie oder komplettes Versagen der Sicherheitsleute hin oder her. Warum zum Geier gab es in dem Moment, wo der Polizist da vom Dach springt, nicht einen Funkspruch, bewaffneter Typ auf Dach gegenüber von Trump? Ja, in dem Hitman-Level. Es wäre so einfach gewesen. Im Hitman-Level würde ich dann erwarten, dass dann die Hölle über mich hereinbricht. Ne? Ich werde erwischt von irgendwem, keine Ahnung. Die teilen sich das alle in Sekundenschnelle mit und zack, habe ich drei Helis am Arsch oder so. Ja, also es ist merkwürdig. Ne? Die Polizisten auf dem Dach, also ihr wisst, die in fast jedem Video gut zu sehen sind. Ne? Das war ja nicht Secret Service, die hatten eine Weste an Police. Die hatten zu dem Zeitpunkt übrigens schon Klux im Visier. Also, was wir anfangs gesehen haben, bevor diese Schüsse fielen, ja, hatte man den typischen Vision, hat sich gedacht, was ist da eigentlich los? Und jetzt ist es schon klar, dass die da Hemmungen haben, Kopfschüsse zu verteilen, wenn sie irgendwas sehen, was ihnen extrem verdächtig vorkommt. Ja. Aber zumindest hätte man doch Trump für 5 Minuten von der Bühne nehmen können. Klar. Und wenn man dann feststellt, dass da ein Regenschirm für ein Gewehr gehalten wurde oder so, dann geht die Veranstaltung halt weiter. Aber jemand zu beobachten, offensichtlich, weil ich meine, sonst beobachte ich ihn nicht so intensiv. Was macht er da auf dem Dach? Hat der ein Gewehr in der Hand? Und dann nicht mal eine Warnung rauszuholen. Also ich verlange ja nicht, dass die Kopfschüsse verteilen. Aber eine Warnung, Leute, irgendwas stimmt nicht. Bringt mal Trump kurz hinter die Bühne. Ja, dann klären wir das. Nichts dergleichen. Also es bleibt extrem merkwürdig. Ja? Die Veranstaltung ging weiter. Gut, wie man jetzt weiß, wir hatten das bei der letzten Folge ganz am Ende als Spekulation. Mittlerweile ist das offensichtlich recht offiziell. Trump lebt tatsächlich nur deshalb noch, weil er in der richtigen Millisekunde seinen Kopf gedreht hat. Hier nochmal ein kurzer Clip, der das veranschaulicht. Take a look what happened. Wie wir letzte Woche schon wussten, ist ein Zuschauer tödlich verletzt worden, 2 weitere schwer verletzt. Der Getötete, dem haben wir jetzt auch einen Namen, Corey Comperatore, pensionierter Feuerwehrmann. Und eine seiner Töchter, Allison, hat einen Tag später einen Facebook-Post verfasst. Hast du davon mitbekommen, Schlummer? Nee. Tim Pool hatte das in einer Sendung vorgelesen und die Lotus Eaters, unabhängig von ihm ebenfalls, und in beiden Fällen bricht denen die Stimme weg. Ich meine, mich sogar zu erinnern, dass bei den Lotus das dann abgebrochen wurde und die haben dann einfach normal über diesen Fall weitergesprochen. Jedenfalls sehr emotional das Ganze. Ich habe mir dann vorhin den Text rausgesucht und übersetzt und Alter, der hat's wirklich in sich. Mhm. Ich musste das zuvor einsprechen, weil ich hätte das live nicht gepackt. Ich habe es dann probiert und gemerkt, okay, das wird schwierig, das wird möglicherweise total peinlich. Hier das, was Allison Comperatore auf Facebook über ihren Vater geschrieben hat. Gestern blieb die Zeit stehen
Und als sie wieder begann, fing für mich und meine Familie ein wahrer Albtraum an. Was ein aufregender Tag werden sollte, auf den wir uns alle gefreut hatten, besonders mein Vater, verwandelte sich in eine der traumatisierendsten Erfahrungen, die man sich vorstellen kann. Ich weiß, dass die Medien über dieses Ereignis berichten werden. Und ich werde mein Bestes tun, um mich davon fernzuhalten, alles anzusehen, besonders weil ich es vor Ort gesehen und durchlebt habe. Aber ich möchte, dass jeder weiß, was die Medien nicht berichten und nicht über ihn sagen werden. Er war der beste Vater, den sich ein Mädchen wünschen konnte. Meine Schwester und ich mussten nie auf etwas verzichten. Du hast ihn angerufen, er antwortete und tat alles, was nötig war. Wenn er nicht wusste, wie, fand er es heraus. Er konnte mit jedem sprechen und Freundschaften schließen, was er den ganzen Tag gestern tat und jede Minute davon liebte. Er war ein Mann Gottes, liebte Jesus innig und kümmerte sich auch um unsere Kirche und ihre Mitglieder wie um seine eigene Familie. Die Medien werden nicht erzählen, dass er als echter Superheld gestorben ist. Sie werden nicht berichten, wie schnell er meine Mutter und mich zu Boden warf. Sie werden nicht sagen, dass er meinen Körper vor der Kugel abgeschirmt hat, die auf uns zukam. Er liebte seine Familie. Er liebte uns so sehr, dass er sich für uns eine Kugel einfing. Und ich möchte nichts mehr, als bei ihm zu weinen und ihm Danke zu sagen. Ich möchte nichts mehr, als aufzuwachen und dass dies nicht die Realität für mich und meine Familie ist. Wir haben einen selbstlosen, liebevollen Ehemann, Vater, Bruder, Onkel, Sohn und Freund verloren und ich werde nie aufhören, an ihn zu denken und um ihn zu trauern, bis zu dem Tag, an dem auch ich sterbe. Der 13. Juli wird für immer ein Tag sein, der mein Leben verändert hat. Ich werde nie mehr die Person sein, die ich noch vor 24 Stunden war. Es gibt viele Kinder da draußen, die sagen, ihr Vater sei ihr Held. Aber mein Vater ist wirklich mein Held. Ich glaube nicht, dass ich ohne ihn heute noch hier wäre. Papa, ich liebe dich so sehr, dass es nicht genug Worte gibt, um auszudrücken, wie tief diese Liebe geht. Ich weiß, dass Gott stolz auf den Mann ist, der gestern an seine Tore kam. Kennst du den in den USA üblichen Brauch, wenn ein Cop-Killer verhaftet wird? Also, was sie dann Besonderes machen? Ja, der wird auf jeden Fall mit der Flagge beerdigt. Nee, mir geht's jetzt gar nicht. Also, mir geht's um den Cop-Killer. Der Cop-Killer? Wenn der verhaftet wird. Nee, kenne ich nicht. Die nutzen, wenn das möglich ist, und in der Regel ist das möglich, die Handschellen des ermordeten Polizisten, um dann den Cop-Killer zu verhaften. Also, wenn sie ihn haben, ja, dann halten sie ihn quasi fest, lassen sich die Handschellen des Ermordeten bringen und verhaften ihn mit diesen Handschellen. Mhm. Ja, finde ich eine sehr, sehr schöne Geste. Also, die USA, die sind ja teilweise auch kitschig as fuck, Alter. Aber es gibt da auch Bräuche, die, die gehen mir nahe. Die finde ich echt cool. Ne? Im Falle des pensionierten Corey wurde der Sarg von einem Feuerwehrwagen zur Kirche gebracht. Mhm. Fand ich auch sehr, sehr schön. Zeig uns das mal. Trump selbst hat sich auch gebührend verabschiedet. Hier ein Clip davon. Auch da haben dann verschiedenste Anti-Trump-Müllmenschen versucht, Punkte gegen Trump zu machen. Wie zum Beispiel ein Account mit fast 800.000 Abonnenten. Der Tweet mit 16.000 Likes, zitiere, wow, die haben den Namen des getöteten Teilnehmers der Trump-Veranstaltung falsch geschrieben. Und ihr seht das, ne? Da steht nicht Comperatore, wie der Mann ja heißt, sondern Compertore. Das jetzt tatsächlich erraten, weil ich das bisher nur ganz am Rande mitbekommen habe. Ich sehe, dass das Ding, wo das aufgestickt ist, groß ist wie alle Buchstaben. Also ich würde raten, es war einfach zu klein. So ist es. Also erstmal will ich festhalten, dass so ein angeblicher Fehler dann über 16.000 Menschen gefällt. Ne? Und das sind dann genau die Menschen, die sonst für Love und Tolerance sind und so. Jetzt haben wir, die tote Sau. Ja, aber du hast es gerade schon richtig erraten. Ja, also das Trump-Team hat sich da nicht verschrieben. Das ist nämlich die Originaljacke von Comperatore. Und die hat er damals so bekommen, weil es eben nicht möglich ist, mehr als 10 Zeichen drauf zu schreiben. Comperatore hat 11 Zeichen. Und das war dann okay. Dann war er halt Comperator statt Comperator oder so ähnlich. Ja. Apropos Love and Tolerance, Annette Dovideit, ihres Zeichens stellvertretende Chefredakteurin bei Korrektiv, die hat im Korrektiv-Newsletter am Mittwoch geschrieben,
dass sich ihr Umfeld wünscht, dass der Attentäter erfolgreich gewesen wäre. Also ich zitiere erneut, ja. Aus meinem privaten Umfeld hieß es daraufhin gestern Abend, ist das dein Ernst, dass Trump nicht lieber hätte getroffen werden sollen? Wildes Umfeld für jemanden, der das Ende der Demokratie herbeifantasiert, wenn ein Autor in Potsdam über sein neues Buch spricht. So ja, und ein Freundeskreis zivil, haben diese Leute dann. Und zivilgesellschaftliche Recherchen für die freie Demokratie macht. Ne? Also ja. Es geht darum, unsere Gesellschaft zu erhalten. So ist es. Gut, dann kommen wir kurz zu guten Nachrichten. Sebastian Hotz, der Witzeschreiber für irgendwelche scheiß ÖRR-Formate, darunter Jan Böhmermanns Sendung, in welcher, wie Schlummo vorhin schon gezeigt hat, schon die Tötung politischer Gegner gefordert wurde. Er hat jetzt zumindest beim RBB seinen Job verloren. Wenige Tage später, ich glaube zwei Tage später war das dann, ist er auch von einer ARD-Veranstaltung ausgeladen worden. Was war da los? Wir hatten das die letzte Woche. Also um es kurz zu machen, dieser Sebastian Hotz, El Hotzo, der hat das Attentat letztendlich gut geheißen. So, das ist die Kurzfassung. Ja. Und noch mehr, also er hat sich eigentlich mehr davon gewünscht. Ne? Also das Zitat war dann erstmal, oh ja, Trump, also ganz blöd, dass Trump verpasst wurde. Und dann, ich finde es absolut fantastisch, wenn Faschisten sterben. Also daraus kannst du ja ableiten, das bezieht sich auch auf die Leute, die tatsächlich da gestorben sind. Ne? Also zum Beispiel dieser Feuerwehrmann von ihm. Das ist absolut fantastisch, dass der gestorben ist. Und daraus kannst du dir sicher sein, wenn du oder ich ins Gras beißen würden auf diese Art und Weise oder irgendeiner unserer Zuschauer, wir sind alles Faschisten. Wir sind alle, wenn jeder, der zu einer Trump-Rally geht, also zu dem politischen Kandidaten, den mehr als 50% der Amerikaner unterstützen, ein Faschist ist, dann ist jeder Einzelne, der abseits vom progressiven Mainstream steht, ein Faschist. Wir haben Destiny schon, ja, den haben wir schon letzte Woche thematisiert, ne? Weil der ist ja auch richtig gut abgegangen. Also der hat ja auch, ich meine, der hat danach nochmal nachgelegt, ne? Der meinte, dass wenn er erfahren sollte, dass ein Zuschauer von ihm Republikaner ist und auf so einer Rallye dann ums Leben kommt, dann wird er über ihn Witze machen bei der nächsten Gelegenheit. Also der findet das auch großartig, wenn da Leute sterben. Ne, passt ganz gut zusammen. Also nochmal, das ist Team Love and Tolerance und so. Gut, wichtig ist jetzt, also beim RBB ist er rausgeflogen, bei irgendeiner scheiß ARD-Veranstaltung ist er vor 3 Tagen ausgeladen worden. Aber das heißt jetzt nichts. Also ich halte es für wahrscheinlich, dass er in 2 Wochen dann wieder für die Öffentlich-Rechtlichen arbeitet. Dann nicht mehr fürs RBB, sondern für irgendeinen anderen Scheiß. Ja, bei Nimi Erhassan war das ja damals auch so. Dass man verkündete, dass sie die Sendung Quarks nicht wie geplant moderieren wird. Ich habe allerdings nirgendwo lesen können, bis heute, vielleicht hast du da Neuigkeiten, dass der Gebührenzahler nicht nach wie vor ihr Gehalt zahlt. Ich glaube, sie ist immer noch bei der Fall beschäftigt. Das ist so ein Funkformat. Ja, aber ich habe sie da nie wieder gesehen. Also ich glaube nicht, dass sie da wirklich arbeitet. Ich glaube, sie kriegt nur Geld von denen. Ja, also zieh dir das mal rein. Also man kann Linke eine Menge vorwerfen, aber nicht, dass sie nicht für ihre eigenen Leute sorgen würden. Insofern will ich auch gerne nochmal, was Hotzo betrifft, eine Petition auf change.org bewerben. Die habe ich dir gerade nochmal geschickt. El Hotzo muss gehen, die GEZ-Medien müssen ist in Stellung der Videobeschreibung. Beziehen. Perfekt, ist schon in der Videobeschreibung. Wir wollen da 25.000 Unterschriften, beziehungsweise die Leute, die das initiiert haben. Und ja, mit der offensichtlichen Begründung. Ne? Dieser Typ will seine gesamte politische Opposition tot sehen. Gut, zum Schluss möchte ich noch Folgendes erwähnen. Gemäß der aktuellen Wahlprognosen sieht es derzeit extremst gut aus für Donald Trump. Wenn kein Wunder geschieht, dann wird er der 47. Präsident der USA. Und er hat diese Woche bereits zum Hörer gegriffen und Zelensky angerufen und ihm erzählt, dass es innerhalb kürzester Zeit einen Friedensdeal geben wird, wenn er Präsident ist. Zu meinem Erstaunen hat sich die ukrainische Seite positiv über dieses Telefonat geäußert. Wenn die natürlich auch davon ausgehen, dass er der nächste Präsident wird, dann wäre das auch eine schlechte Idee, danach das zu sagen, das ist ratsam. Dass du mal schaust, die uns keine Waffen mehr geben. Ja, ja. Gut, das heißt, dass all jenen, die an möglichst vielen Toten in diesem Konflikt interessiert sind, denen läuft jetzt die Zeit davon. Ne? Die Wahlen sind am 5. November und Trump hat ja schon angekündigt, den Krieg zu beenden, noch bevor die Amtsübergabe erfolgt. Also sobald die Wahl rum ist, beendet er das Schlachten, was alle sogenannten demokratischen Parteien in Deutschland bisher so viel Freude bereitet hat. Ich bin gespannt. Abrunden möchte ich diesen Part hier mit Trumps aktuellem Wahlwerbespot, den Trump am Donnerstag veröffentlicht hat. Hast du den schon gesehen? Ich habe 2 gesehen.
Es gab ja mehrere neue. Dann war der möglicherweise dabei. Also ist der neueste auf seinem YouTube-Kanal, der wirklich große, ernst gemeinte, ist ein sehr, sehr schönes Ding. Viel Spaß. Trump has left the building. Over. We can now project the winner of the presidential race. Donald Trump wins the presidency. What started off as unlikely, impossible, is now reality. I will fight for you with every breath in my body, and I will never, ever let you down. We have a president who actually fulfilled the promises he made during the campaign. Securing the border to foreign policy. He now has a record as president. Weil wir letzte Woche ja geredet haben über ja erstmal die Wahrscheinlichkeit, dass ein einigermaßen geübter Schütze das aus dieser Entfernung nicht hinbekommt und auch die Waffe, die er benutzt hat und so weiter. Brandon Herrera, das ist ja ein YouTuber. Ich hab das Video gesehen, Alter. Gesehen? Was für ein Zufall. Ja, ich habe das durch Zufall heute in der Vorbereitung reingezogen. Ja, wo sie auf diese, was ist das hier, Gelatineköpfe oder sowas? Ja, ja, genau. Ja, so ein wo er quasi wirklich, also das anatomisch korrekter Kopf. Ja, genau, ja. Aber aus 2 Metern oder so. Ne? Also er geht nicht aus 2, aber ja, er ist deutlich näher dran, das stimmt. Ja, ja, genau. Und hier sehen wir, wie das aus der Perspektive des Schützen ausgesehen haben wird. Denn der Typ hatte kein Zielfernrohr, sondern nur so einen Red Dot. Und ja, der Red Dot verdeckt quasi den gesamten Kopf, während richtig zielt. Laut Brandon Herrera war die Knarre generell, so wie es aussah, jetzt nicht gerade das Luxusmodell, sondern eher einfach eine billige alte AR-15-Variante. Insofern, ja, das war, was der Schütze vorher gesehen hat. Ich habe dann auch nochmal ein Video gesehen, wo man so farblich markiert gesehen hat, wo die Schüsse hingingen in so einer Simulation davon. Also die ersten beiden waren echt knapp am Kopf vorbei. Dann noch die Situation, wo die Pumpe geht, wo man zittert und so weiter. Ne? Also, dass der daneben geschossen hat, ist für mich, ja, nichts, wo ich wirklich, wirklich aufmerke. Und er hat sogar noch 2 Dinger dann nach unten geballert, also in die Richtung von dem dann schon am Boden liegenden Trump. Ne? Könnte Zufall sein, aber in dieser Simulation sah das so aus, als ob er gesehen hätte, oh, Trump ist jetzt am Boden, ich schieße jetzt tiefer. Mhm, tja. Es ist ein Wunder, Freunde. Gut, Schlummo. Und dann habe ich noch schlechte Neuigkeiten für dich. Mhm. Vor mittlerweile 15 Minuten oder so hat Biden seinen Rückzug bekannt gegeben. Tatsächlich? Ich habe dir gerade einen Tweet geschickt, Dr. Dementi aus dem Live-Chat hat mich darauf aufmerksam gemacht, vielen, vielen Dank. Ich konnte das erst nicht finden, weil ich unter dem POTUS-Account geguckt habe, da war halt gar nichts. Er hat unter seinem eigenen Account gepostet. Viel Blabla, das Entscheidende ist, dass er diese Amtszeit noch zu Ende bringen wird und dann ausscheidet, nicht mehr wählbar sein wird und er die kommende Woche sich an die Nation wenden möchte. Okay, der Druck hat also gereicht. Ich meine, es war vorprogrammiert, nachdem auch Obama ihn dann verlassen hat, ihn unter den Bus. Was er sogar thematisiert hat, ne? Dass irgendwie Obama, der Strippenzieher, will mich loswerden oder so ähnlich.
Ja, generell die demokratischen Eliten und so weiter. Ja, ja, ich bin sehr gespannt. Dann ist die Frage halt, kommt Kamala, die ja als einzige die Kohle auch übernehmen könnte, die ganzen Spenden und so? Oder kommt Big Mike oder kommt Kamala mit Big Mike? Ich bin sehr gespannt. Aber ja, es wäre cooler gewesen, es wäre lustiger auch gewesen mit der zweiten Debatte und so weiter, wenn das weitergemacht hätte. Aber ja, ich dachte mir auch schon, als er dann noch Covid hatte, oder auf jeden Fall angeblich Covid hatte, wirkte es so, als wenn es vorbereitet werden würde. Ja. Ja. Wahnsinn, Alter. 175.000 Likes. Also die Frage, wie interpretiert man die Likes, ne? Crazy. Das könnte möglicherweise der innerhalb von kürzester Zeit meistgeteilte Tweet aller Zeiten werden, ne? Ja. Der ist jetzt schon 104.000 Mal retweetet worden. Vor 17 Minuten. Okay, also wird es wirklich Kamala wahrscheinlich werden. Ich bin so gespannt, wie das laufen wird. Und wie sie versuchen werden, noch eine Kampagne auf die Beine zu stellen für den Dann-Kandidaten. Ja. Ja. Alter Schwede, ey. Das war's schon. Wir sind damit durch. Damit, wir sehen uns nächsten Sonntag live, 18 Uhr. Bis dann. Haut rein und macht's gut. Haut rein. Ciao.